Kollege Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ich kann mit meinem Beitrag wieder etwas Sachlichkeit und Ruhe in diese Debatte bringen. Die hat es nämlich auch nötig. Mit der Verabschiedung der hier vorliegenden Gesetzentwürfe hat das bislang geltende Alles-oder-nichts-Prinzip in Sachen staatlicher Parteienfinanzierung auch für verfassungsfeindliche Parteien ein Ende. Und das ist gut so, Frau Künast. Es ist ein Widerspruch, einer Partei, die unsere Demokratie abschaffen will, Steuermittel zu geben und sie damit noch in diesem Ziel zu unterstützen, während wir gleichzeitig Steuermittel für die Bekämpfung eben jenes radikalen Gedankenguts ausgeben. Das ist ein Widerspruch, den wir hiermit auflösen wollen. Kritiker der hier vorliegenden Gesetzentwürfe sehen in dem Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der staatlichen Finanzierung einen unzulässigen Eingriff in den Grundsatz der Chancengleichheit. Richtig ist, dass unser Grundgesetz politischen Parteien eine besondere Rolle einräumt. Als verfassungsrechtlich garantierte Institutionen tragen sie zur politischen Willensbildung maßgeblich bei, indem sie unterschiedliche Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme anbieten. Die damit verbundenen Auseinandersetzungen muss eine Demokratie aushalten, um so einer möglichst großen Anzahl von Menschen ein politisches Recht auf Teilhabe zu garantieren. Das ist die eine Seite. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, es ist auch Aufgabe der Politik, die Demokratie vor Bestrebungen, diese zu zerstören, zu schützen. Das Parteiverbot wurde von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Dritten Reich als Instrument zur Bekämpfung verfassungsfeindlicher Parteien eingeführt. Zu Recht stellen Grundgesetz und Rechtsprechung hohe Anforderungen an ein Parteiverbot. Im Zuge der Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowohl durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wie auch durch das Bundesverfassungsgericht ist aber im Verlauf der letzten Jahre noch das Erfordernis einer konkreten Gefahr hinzugekommen. Damit sind die Anforderungen an ein Parteiverbot noch weiter gestiegen. Denn die Frage, welche Gefahr von einer verfassungsfeindlichen Partei tatsächlich ausgeht, ist nur schwer zu beantworten. Deshalb, meine Damen und Herren, muss die Politik zumindest unterhalb dieser Schwelle eines Parteiverbotes Sanktionsmöglichkeiten für extremistische Parteien haben. Nur so sind wir in der Lage, Instrumente der wehrhaften Demokratie auch zu erhalten. Dieses Spannungsfeld, das unbestreitbar besteht, haben wir nach meiner Meinung mit dem Gesetzentwurf gut gelöst. Wir haben Parteiprivilegien wie Versammlungsrecht oder Werbung eben nicht angetastet, sondern lediglich die staatliche Parteienfinanzierung. Und damit bleiben wir weit hinter den Auswirkungen eines Parteiverbotes zurück. Eben weil aber das Recht auf politische Teilhabe hoch ist und Parteien auch einem Wandel unterlegen, ist es halt nötig, den Ausschluss zeitlich zu begrenzen. Da ist eben schon drüber vorgetragen worden. Wir haben dies in dem Änderungsantrag verändert. Und ich bin der Auffassung, mit den 6 Jahren, die auch von den Sachverständigen in der Anhörung vorgeschlagen wurden, und dem Antragsrecht der 3, nämlich Bundestag, Bundesrat und Bundestag auf weitere Ausschluss der Finanzierung, sind wir auch nach meiner festen Überzeugung einen verfassungsfesten Weg gegangen. Und lassen Sie mich eins sagen. Ich denke doch, dass allen demokratischen Parteien ein Grundkonsens verbindet, dem das Wertesystem unseres Grundgesetzes und das Bekenntnis zu unserem demokratischen Rechtsstaat zugrunde liegen. Dies unterscheidet extremistische Parteien von demokratischen. Und genau dieser Unterschied rechtfertigt in meinen Augen auch, und das haben die Sachverständigen eindeutig bestätigt, die jetzt von uns vorgenommene Durchbrechung des Gleichheitsgebots und stellt einen hinreichenden Grund für eine Differenzierung in Sachen Parteienfinanzierung zwischen demokratischen und extremistischen Parteien da. Lassen Sie mich abschließend noch eins
klären. Keiner von uns, Frau Künast, ist so naiv zu glauben, dass sich extremistische Grundeinstellungen mit dem Entzug der Teilfinanzierung für verfassungsfeindliche Parteien erledigen würden. Längst schon stehen andere extremistische Gruppierungen wie Kameradschaften, wie Antifa-Gruppen bereit. Und gerade auf kommunaler Ebene ist die NPD in einigen Regionen stark verwurzelt. Politik und Gesellschaft stehen deshalb auch weiterhin in der Verantwortung. Die öffentliche Auseinandersetzung mit extremistischen Gruppierungen ist nicht nur ein wichtiges, sondern mit Sicherheit das wichtigste Mittel überhaupt im Rahmen der Bekämpfung. Dafür geben wir, Frau Vogas, Sie haben es eben erwähnt, sehr viel Geld aus. Allein vom Bundesfamilienministerium für die Initiative Demokratie leben in 2017 104,5 Millionen. Ein stolzer Betrag. Da kann man doch nicht sagen, Frau Künast, wie Sie es heute in der FAZ getan haben, wir würden zu wenig gegen Extremismus tun. Nein, wir haben in den letzten Jahren diese Gelder verdreifacht. Ein Beweis, dass doch wir die Dinge richtig erkannt haben und auch bekämpfen. Und auch Ihr Vorwurf einer übereilten Verfassungsänderung muss ich entschieden zurückweisen. Die Grundgesetzänderung wurde gründlich vorbereitet und durch die Änderungsanträge im Anschluss an die Sachverständigenanhörung noch einmal optimiert. Ein wirklich gutes Zeichen der gemeinsamen Bekämpfung von Extremismus wäre es, wenn alle Fraktionen diesem Gesetz ihre Zustimmung geben würden. Darum werbe ich. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir einen Hinweis. Wir sind noch in der Debatte und werden noch